I think you guys were two pioneers. Not only did I think you create amazingly designed products that stand the test of time, and you know, 20 years later, it's still the vape that I use more than any others. But I think you guys gave birth to an industry. It really does come down to the quality. The quality and efficacy of the product. It stands out above all other products that exist. And again, the technology remains largely unchanged for the last 20 years because it's just a standout product. And to this day, no one's been able to produce the same quality experience that Storz & Bickel has. I don't find a better taste of any other device on the market. So I do think the Classic is one that'll be around forever. Because no matter how much innovation and new products that come down the pipeline, they could always go alongside the Classic. I'd like to take the opportunity to thank Mr. Storz and Mr. Bickel for creating the most revolutionary vaporizers that have ever been on the market. Even today, after many years and trying, you know, hundreds of vaporizers, the only two vapes that I use on a regular basis are the Volcano and the Mighty. So, you know, they've stood the test of time and they've continuously always shown innovation with their products, and I'd like to thank them for their contribution to the industry for that. Also im Februar 96 habe ich eine Hanfzeitschrift, die ich abonniert habe, bekommen. Und da war auf Seite 42 ein Foto. Da hatte man gesehen, wie ein Mann sich über eine große Wasserpfeife beugt und mit einem Heißluftföhn oben hineinbläst. Das fand ich natürlich sehr interessant, weil ich von Haus aus Nichtraucher bin. Das Ganze hat mich so gefesselt, dass ich am nächsten Tag in den Baumarkt gegangen bin und mir einen Heißluftföhn gekauft habe. Und dann hatte ich so ein schönes, langes Kabumm zu Hause. Habe ich heute noch. Ja. Und auch wenn es nicht mehr benutzt wird, schon lange nicht mehr. Aber das habe ich mir dann vollgestopft und habe dann von der einen Seite mit dem Heißluftföhn in den Kopf hineingeblasen und dann versucht, es so zu inhalieren. Ne. Das war natürlich nicht ganz einfach. Also dennoch habe ich dann nach einer Weile dann gemerkt, wo ich das mal so richtig mit den Abständen gemacht habe, dass das tatsächlich funktioniert. Ja. Also dass diese Verdampfung mit dem Heißluftföhn zu bewerkstelligen ist, ja. Aber dass natürlich die Handhabung des Ganzen äußerst ungeschickt ist. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, wie man das besser macht. Ja. Und so ging die ganze Geschichte eigentlich los. Ja. Und mir ging es im Grunde genommen ging es mir anfangs nur darum, für mich selber einen guten Verdampfer zu haben. Ich hatte mich halt an das Bild erinnert von der Wasserpfeife, die mit dem großen Glasballon. Das war natürlich eine kipplige Sache. Ja. Und mein Gedanke war, wie mache ich das so standsicher wie möglich. Ne? Und ein Kegel ist einfach eine sehr standsichere Angelegenheit. Aus dem Grund habe ich diese Form eigentlich gewählt. Und wo dann der Heißluftföhn eingebaut war, ja, da hat man dann halt auch gesehen, okay, es gibt da auch einen Schlot, ja, die heiße Luft wird nach oben geblasen. Und dieser erste Volcano hat ja auch noch einen schönen Krater oben, wo dann die anderen Teile wie Füllkammer und Ventilgehäuse reingerutscht sind. Ja. Das war mein Gedanke von Anfang an, dass das auch Leute bedienen können sollen, die feinmotorische Störungen haben, also Kranke, wie zum Beispiel MS-Kranke. Ich hatte damals ja einen Freund, der Wilfried Schippers, der MS-krank war. Der Willi ist auch einer der Gründe dafür, wieso das Ganze dann eigentlich auch von Anfang an mit dem Ziel gedacht war, ein Medizinprodukt daraus zu machen. Denn ich wollte das für die medizinische Anwendung auf jeden Fall auch früher oder später dann mal so weit haben. Ja, am Anfang war da natürlich noch nicht daran zu denken, aber das Fernziel war das von vornherein gesetzt. Hab dann eine Firma in Tuttlingen aufgesucht, die solche Prototypen herstellen kann. Und denen habe ich meine Zeichnungen gezeigt und die haben mir dann auch gesagt, ja, sie wollen mir ein Angebot erstellen,
für zwei Sätze der Teile, die ich da brauche. Und als ich dann zwei Wochen später wieder hinkam, haben sie mir gesagt, das Ganze kostet so etwa 10.000 Mark. Das hatte ich aber nicht. Ja. Er hat dann gemeint, ja, ob ich nicht eine Berufsschule kenne, die mir da vielleicht helfen könnte. Dann sage ich, nö, meine Berufsschule war ja die Schule für Druck und Papier in Stuttgart und die können da keine Prototype herstellen. Ja. Also ich könnte es vielleicht mal bei der BBT probieren. Die BBT ist die berufliche Bildungsstätte Tuttlingen, die eben Mechaniker, also Mechatroniker und Mechaniker und Zerspaner und so weiter ausbildet. Und die durften zwar keine Auftragsarbeiten annehmen, aber ich könnte denen ja was spenden und dafür könnten die mir dann vielleicht auch ein paar Teile machen. Er hat mich dann zum Meister Zerspanung geschickt, das ist der Herr Ginsel. Und dem Herrn Ginsel habe ich das dann alles so erklärt, ja, Kräuterverdampfer und hier die Prototypen und so weiter. Ne? Und es ging sehr langsam los eigentlich. Ja. Wir hatten da ein flaches Stück Blech, das war rund geschnitten und da haben wir dann so ein Kuchenstück rausgeschnitten, haben dann das Ganze zu einem Kegel gebogen, dann verschweißt, ja, und dann das Ganze auf eine Holzform aufgespannt und verschliffen, dass es einigermaßen gerade wurde wieder. Wir haben Gott sei Dank schon gleich mehrere Kegel gemacht. Das Problem war immer, dass wenn man zu sehr schleift, dass man dann halt ein Loch im Kegel hat. Aber irgendwann war dann mal einer tatsächlich fertig. Ja? Und ich konnte dann den ersten Prototyp zusammenbauen, damals eben noch mit dem Heißluftföhn drin. Und ich habe mich dann an die Firma gewandt, die diese Heißluftföhns herstellt. Ja? Sie sehen da ein Hauptproblem und das betrifft den Elektromotor, der das Lüfterrad antreibt im Föhn. Dieser hätte Kohlebürsten und Kohleabnehmer und diese würden sich dann im Betrieb zwangsläufig abschleifen, diese Kohlebürste, und dann würden Kohlepartikel eventuell in diese Luft kommen, ja, und eventuell eingeatmet werden, im schlechtesten Fall. Und Kohlepartikel sind krebserregend. Okay. Auf der Rückfahrt habe ich mir dann überlegt, ja, dass ich dieses Risiko nicht eingehen möchte, einfach mit einem Föhn loszulegen, sondern habe dann eben darüber nachgedacht, wie ich eine saubere Heißlufterzeugung bewerkstellige. Und da kam mir dann eben der Gedanke mit der Pumpe und dem Heizblock und dem Bimetallregler. Ich habe dann verschiedene Dinge ausprobiert, das würde jetzt zu weit führen, da jedes fehlgeschlagene Experiment zu beschreiben. Aber es gab dann doch eine Form des Heizblocks, die dann am Schluss funktioniert hat, wo auch die Regelung über den Bimetallregler gut genug funktioniert hat, also präzise genug. Und wo dann ja auch dazu geführt hat, dass man das ganze Gerät kleiner bauen konnte. Im Grunde genommen war das dann dieses Gerät, das ist eigentlich nach wie vor unveränderter Volcano Classic, zumindest äußerlich. Innen drin haben wir natürlich etliche Verbesserungen schon im Laufe der Jahre gemacht. Ja. Und nachdem ich mir dann das Geld beschafft habe, das ich gebraucht habe, ja, über Kredite von Freunden und auch mein Vater musste sein Haus verpfänden, dass die Sparkasse gewillt war, mir einen Kredit über 60.000 D-Mark damals zu geben, damit ich für die ersten 250 Volcanoes die Teile dann einkaufen konnte. Und diese Teile waren auch noch nicht perfekt, ja. Die mussten dann teilweise noch nachgearbeitet werden. Aber ich hatte im November 2000, gab es dann die ersten Geräte zu kaufen. Die Elli, die arbeitet ja heute noch von uns. Ja. Die hat praktisch sämtliche Werkstätten mitgemacht, vom Keller über die Ehrenbergstraße, die Rote Straße 1, die dann später kam. Und jetzt auch hier arbeitet sie ja immer noch im Grubenecker 5 bis 9. Ja. Und die haben dann da rumgebastelt im Keller und dann bin ich auch mit runter und habe mit an den Geräten rumgebaut. Markus hat ja viele Ideen gehabt, gell, und die musste ich ja erstmal in die Tat umsetzen und haben halt probiert und gemacht, bis es mal so ging.
Also ich bin tagelang und wochenlang zu Hause gesessen im Keller und habe Volcanoes zusammengeschraubt und habe dann auch die ersten 60 Vorbestellungen ausliefern können. Ne? Das war also das erste Mal auch, dass das Geld mal wieder in meine Richtung floss und nicht nur weg von mir. Ne? An Weihnachten 2000 saß ich dann bei mir im Keller und habe Volcanoes zusammengeschraubt. Bin dann zum Markus nach Hause, da in seinen Keller, damals noch in der Gaußstraße. Dann hat es geklingelt und dann kam mein alter Freund Jürgen Bickel vorbei und hat gesagt, ja du Markus, ich war gerade im Kaffee und ich habe gehört, du hättest da ein Apparat erfunden. Dann sagte er, gut, lass mal probieren. Ja. Dann hat er es ausprobiert, hat gesehen, es funktioniert. Ja. Und haben wir damals zwei Geräte gekauft, eins für mich, eins für meinen Bruder. Weil beide wollten damals mit Zigarettenrauchen aufhören. Da ist natürlich ein Volcano schon genau das Richtige eigentlich. Ja, ja, und habe es dann damals mitgenommen, eben nach Peru. Eben, wie Markus immer so gerne sagt, ja, dass die Volcano auf dem amerikanischen Kontinent gab es in Peru. Aber nach einem Jahr war dann eigentlich auch klar, im Keller geht es jetzt nicht weiter. Ne? Und ich bräuchte auch dringend Verstärkung, ja? Weil wenn man den Vertrieb, die Weiterentwicklung, den Zusammenbau, die Pflege der Homepage, dann Rechnungen schreiben, Lieferscheine und so weiter, internationales Zollrecht und so weiter. Ne? Das muss man ja alles dann alleine machen, von vorne bis hinten. Und irgendwann geht es halt nicht mehr. Ja? Ich war dann aber dann nochmal über ein Jahr im Einsatz oder ein Jahr im Einsatz in Peru, bis es da zu Ende war. Bin dann zurückgekommen. Und ich habe ihn dann im Café getroffen, habe gesagt, du Jürgen, du kennst dich aus mit dem Volcano, hast ja schon einen seit einem Jahr. Ne? Ich sollte nächste Woche oder nächstes Wochenende nach Bern auf die Cana Trade. Und ich sollte da jemand haben, der mir dabei hilft. Und wir sind dann mit einem geliehenen VW-Bus von meinem Freund Peter, haben wir dann den Messestand, den selber gebastelten, reingepackt und sind dann in die Schweiz gefahren, haben dort den Messestand aufgebaut und im Grunde genommen haben wir vor unseren drei Volcanoes immer Schlangen stehen gehabt, ja, die ganze Messe über. Dass man da diesen abnehmbaren Ballon nehmen konnte, das war natürlich für die Leute, also am Anfang war das ein bisschen seltsam, ja, weil dieser Ballon einfach auch seltsam aussieht oder gewöhnungsbedürftig, sage ich jetzt mal. Ne? Und aber die Vorzüge des Ballons waren halt, man konnte tatsächlich den Leuten den Ballon hinreichen. Sie mussten nicht zum Gerät kommen und die konnten dann auch mit dem Ballon natürlich eine gewisse Bewegungsfreiheit genießen. Man konnte also den Ballon auch an einen anderen Stand geben, ja, oder so. Und da hat man dann auch gleich gesehen, hoppla, man ist, auch wenn es jetzt von einem Netzgerät kommt, man hat doch schon eine gewisse Bewegungsfreiheit. Ja. Man kann damit in den Garten gehen und in die Hängematte liegen zum Beispiel, oder man kann auch zu Hause in die Badewanne liegen damit, es ist ja nicht mehr elektrisch. Oder auch im Hinblick auf die Patientensicherheit ist natürlich eine feine Sache, man kann dem Patienten sowas ins Bett geben, der kann nebenher einschlafen, neben der Inhalation. Es kann eigentlich nichts passieren, ne? Der Ballon ist weder heiß noch elektrisch. Auf der Rückfahrt, ja, habe ich ihm dann vorgeschlagen, dass wir vielleicht das Geschäft zusammen betreiben. Dann haben wir uns dann auf eine Partnerschaft geeinigt, ja, auf eine 50-50 Partnerschaft. Ja, war nicht ganz einfach am Anfang, vor allem für ihn, da jetzt wirklich jemand so gleichberechtigt ins Boot zu holen. Ganz am Anfang hätte sie ja noch Vapormate heißen sollen. Ja, haben aber dann gleich gemerkt, dass die Namensrechte in den USA nicht zur Verfügung stehen. Hatte damals einen Konkurrent, hatte die sich gesichert und dann hatten wir überlegt, ja, wir nennen wir uns jetzt und haben dann einfach gut gesagt, komm, wir nehmen einfach unsere Namen. Wir nennen das Ganze Storz und Bickel. Erstmal einen Namen, der sicherlich frei ist, der hat sicherlich keiner irgendwie sich reserviert. Wir haben dann im Jahr 2003 angefangen, 110 Volt Volcanoes zu bauen. Und diese 110 Volt Volcanoes, man kann sagen, ab da ging es dann mit dem Geschäft aufwärts.
Ja, wir waren ja damals in der Ehrenbergstraße, haben da einen dritten Stock, 150 Quadratmeter gehabt, da haben wir dann einen Schuppen zu angemietet und hin und her, dann war da einfach Schluss. Das war natürlich dann eine größere Aktion, dieser Umzug in die Rote Straße. Das ganze Haus stand leer, wir konnten uns im Laufe der Jahre uns da reinwachsen, bis wir am Schluss wirklich auch noch Wohnungen dazu gemietet hatten und Durchbrüche gemacht hatten und dann noch Nebengebäude und so weiter. Also es war wichtig, dass wir da reinwachsen könnten, ohne ständig umzuziehen. Kostet da immer Ressourcen, ja, auch zeitliche Ressourcen. Aber das war gut, die Rote Straße war wirklich eine schöne Heimat hatten wir da. Martina Mahner und ich bin 61 Jahre alt und ich bin bei Storz & Bickel Assistentin der Geschäftsleitung. Ich habe angefangen 2004 im November, also vor fast 16 Jahren. Und am Anfang habe ich für Markus Storz gearbeitet, war ich seine Assistentin und habe auch in dieser Funktion hier in der Firma eine Patent- und Markenverwaltung aufgebaut. Damals, als ich hier angefangen habe, da war Storz & Bickel noch eine ganz kleine Firma. Da waren wir auf der Roten Straße hier in Tuttlingen, hatten wir ein Gebäude oder eine Etage in einem Gebäude gemietet. Also die Entwicklung der Firma ist schon der Wahnsinn, das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, am Anfang hat kein Mensch damit gerechnet, dass das alles so mal dermaßen groß werden würde. Ja, 2005, ja. Da haben wir nicht nur den Umzug bewerkstelligt in die Rote Straße 1, sondern wir hatten damals ja auch schon 2 Jahre Erfahrung mit unserem amerikanischen Kunden. Haben dann ziemlich schnell festgestellt, also wenn das mit der Amerikaner richtig gut klappen soll, dann brauchen wir da eine Filiale in den USA. Ja. Das war allerdings nicht so einfach, ja, denn wir waren ja Ausländer und hatten keine Sozialversicherungsnummer. Ja. Da sind wir von einer Absage zur anderen gekommen, ja, bis uns dann mal zwei Männer über den Weg gelaufen sind. Ja. Die haben uns dann zwar auch gefragt, ja, ob wir so eine Sozialversicherungsnummer haben und so weiter, ne, aber wir haben das abgelehnt, oder wir hatten das halt nicht. Ja. Aber dann hat sich herausgestellt im weiteren Gespräch, dass die unsere Firma oder unser Produkt, den Volcano, kannten die. Ja. Und wo das dann mal klar war, dass wir die Volcano Guys sind, ja, da haben sie uns dann doch ihre Etage vermietet. Ja. Es war nicht eine ganze Etage, aber ein Apartment hat sich das genannt. Ja. Und 2005 war das dann eben soweit, ja, dass man dort die Filiale aufgemacht hat. Wo wir das so ein bisschen hatten, kam natürlich der Gedanke, ja, wir sind in Tuttlingen, Weltzentrum Medizintechnik, wir würden auch gerne in die Medizintechnik gehen. Es gab überall die Diskussion um Cannabis als Medizin, es gab den IACM, die Internationale Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin. Da waren wir auch immer auf diesen Konferenzen. Damals Kalifornien hatte ja auch seit 96 das Gesetz für Cannabis als Medizin, also hatten wir uns dran gemacht, den Volcano als Medizinprodukt zuzulassen. Das haben wir dann auch 2009 in Angriff genommen. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen die Stelle, die benannte Stelle nennt sich das ja, ne, die den Ruf als die härteste Prüfstelle hat. Ja. Das ist der TÜV Süd in München. Und die konnten damit zunächst einmal wenig anfangen. Was, ein Cannabis-Inhalator? Ne? Die haben das vielleicht erstmal für einen Scherz gehalten. Ja? Aber wir haben ihnen dann Unterlage geschickt. Es gab damals ja auch schon Studien, die an zum Beispiel von Professor Donald Abrams an der Universität in San Diego und in San Francisco durchgeführt wurden mit unseren Volcano-Inhalatoren, die damals noch keine Medizinprodukte waren. Ja? Begonnen da 2009 mit der Etablierung von einem Qualitätsmanagementsystem, das zertifizieren lassen vom TÜV Süd, also auch einen anspruchsvollen Auditor uns ausgesucht, haben die erste Hürde genommen, die war ziemlich knackig dahin zu kommen. Die anderen zwei Hürden zum Medizinprodukt waren das Produkt selber,
technisch auf den Standard eines Medizinproduktes zu bringen. Das haben wir eigentlich auch ganz gut hinbekommen, ohne größeren Umbauten, weil das Produkt an sich schon sehr solide gebaut war. Und der dritte Baustein war die klinische Leistungsfähigkeit nachzuweisen, dass also da tatsächlich das Cannabis im Körper ankommt, im System ankommt. Da hatten wir damals Unterstützung von Donald Abrams, University of California. Der hat dann eine sehr wichtige Studie für uns damals gemacht, eigentlich mit einer kleinen Anzahl von Patienten, die haben Cannabis inhaliert mit dem Volcano, aber es kam einfach im Blutplasma an, konnte dann nachgewiesen werden. Und ohne dass auch Kohlenmonoxidgehalte im Blut gestiegen wären. Und dadurch konnte man nachweisen, dass auf gesunde Form Cannabinoide in den Körper kommen und da ihre medizinische Wirkung entfalten können. Dale Geringer from California Normal brought the volcano to my attention and suggested that we might want to investigate it. I had done a study in patients with HIV and nerve damage funded by the University of California Center for Medicinal Cannabis Research. The Center for Medicinal Cannabis Research decided to fund a study that we did do in healthy 25 to 45 year old chronic cannabis users. We do all of our studies as inpatient studies. So we put these participants in our inpatient clinical research center at San Francisco General Hospital for 6 days and nights. And on each day, they either smoked or vaporized half of a night, a cigarette of three different strengths THC. That study, I think, was really key because we demonstrated that the amount of THC in the bloodstream was the same whether or not people smoked half of the night a cigarette or vaporized the other half in the volcano. We also found that expired carbon monoxide, which is a measurement of exposure to noxious gases, was basically a flat line in the volcano users, but peaked and then dissipated in those who smoked the cigarette. Anyway, that study, I think, really clinched it. And since that time, we only use the volcano vaporizer in our clinical trials of inhaled cannabis. And whenever I go to lectures and there's industry people there, they run up and they want to give me their vaporizer and say, can you use this in your next clinical trial? And I say, well, what does it deliver to the bloodstream? Because I know the volcano delivers exactly what inhaling a cigarette does. And until people study that with other devices, I'm not going to use them. And again, you know, for every study I've done, the volcano has been perfect. Es war das Hauptargument gegen Cannabis als Medizin war immer, es kann nicht sein, dass man ein Medikament oder ein Medizin rauchen muss. Die Applikationsmethode war inakzeptabel. Ja, und es gab es ja nicht wirklich in Tablettenform, und diese Teekocherei oder Keksebackerei, das war ja auch alles nicht medizinisch, auch nicht, konnte man ja auch gar nicht validieren. Und da musste man einfach raus, und diesen Ausweg, den haben wir dann geboten mit dem Volcano Medic. Und das hat auch wirklich sehr vielen, sag ich mal, Befürworter von einer Legalisierung oder von einer Bereitstellung von Cannabis als Medizin, dass überhaupt Patienten dazu ermöglicht wurde, hat einfach das ein starkes Argument an die Hand gegeben und hat das Hauptargument dagegen einfach entkräftet und konnte man dann einfach nicht mehr bringen. Also das war von uns aus immer so gedacht, dass das nicht der wirtschaftliche Erfolg bei diesem Produkt im Vorderstand, sondern der Beitrag zur Akzeptanz von Cannabis als Medizin. Und dann habe ich 8 Jahre im Qualitätsmanagement gearbeitet, habe den Qualitätsmanagementbeauftragten dabei unterstützt, das Qualitätsmanagementsystem aufzubauen. Das war ein ganz wichtiges Thema, weil das die Voraussetzung dafür war, dass wir unsere Produkte als Medizinprodukte anmelden konnten. Und ich denke, dass wir schon einen ziemlich großen Beitrag dazu geleistet haben, dass dieses Thema Cannabis und Cannabis als Medizin heutzutage eigentlich in aller Munde ist. Und so langsam wurde eigentlich die Batterietechnik auch immer besser, ja. Ist vielleicht heute auch schon, obwohl es gar nicht so lange her ist, kann man sagen, Vorschlag war, dass einfach die ganz normalen Akkus einfach nicht diese Leistung hatten, die sie heute hatten. Und dann haben wir uns einfach angemacht. Und raus kamen der Crafty und der Mighty,
Wir haben dann zwei Produkte gleichzeitig auf den Markt gebracht. Der Mighty, ein etwas größeres Gerät, was mehr Leistung hat, und der Crafty, ein kleineres Gerät, was aber, sag ich mal, ein smartere Gerät ein bisschen ist, weil es auch eine App-Steuerung dazu hat. Das waren damals auch für die Industrie wirklich Meilensteine, sowohl in der Performance, also der Leistungsfähigkeit, in der Akkulaufzeit, Vibrationsmotor, die App, das alles gab es vorher nicht. Die haben natürlich auch dementsprechend den Markt ein bisschen durchgewirbelt und für hervorragende Absätze gesorgt. Ja, aber wir haben dann innerhalb von kürzester Zeit hat sich unsere Firma verdoppelt. 2014, 2015, ja, das war ziemlich, hat alles ziemlich unter Stress gebracht. Ja, man musste das wirklich verkraften, eine Verdoppelung. Und wir haben uns dann entschieden, ein neues Firmengebäude zu errichten, die SMB Vapor Factory. Das kam dann eben der Gedanke, so nach 2014, nach diesem Erfolg, 2015 haben wir gedacht, okay, da muss was passieren. Sind dann Ende 15, Anfang 16 da in die, in 15 sind wir da in die Planung eingestiegen, Ausschreibung gemacht oder Architektenwettbewerb und uns für den schönen Entwurf entschieden. Also wir waren uns ja im Klaren darüber, dass diese Firma oder dieses Gebäude, das hier gebaut wird, ja praktisch die erste Fabrik zur Herstellung von Cannabis-Inhalatoren wird, weltweit. Ja. Und da haben wir gesagt, ja, da machen wir nicht so eine einfache Blechkiste auf dem Betonsockel, sondern wir wollen ein repräsentatives Gebäude schaffen, ja, das auch unsere Philosophie zum Ausdruck bringt. Ja, und also was die Qualität betrifft, was die Funktionalität betrifft, was das gute Aussehen, die Optik betrifft, ja, und auch dass sich auch alle Leute wohlfühlen, die hier arbeiten oder die in diesem Gebäude tätig sind. Das war uns schon wichtiger. Haben denn in 2016 in einer Rekordbauzeit von 11 Monaten durchgezogen, sind 2016 Weihnachtsfeier im neuen Betrieb gemacht, Anfang 2017 mit der Produktion hier gestartet. Mein Name ist Sadike Kreschnik. Ich bin seit 14 Jahren in Deutschland und seit 13 Jahren bin ich in der Firma Stolzenbeckel. 2007 habe ich hier bei der Firma Stolzenbeckel beworben. Meine Chancen waren sehr niedrig, weil ich könnte nicht so gut Deutsch. Aber er hat mich vertraut und ich habe versucht, mein Bestes zu geben. Dann habe ich 2007 hier angefangen und jetzt 2020 sind 13 Jahre im März schon vorbei. Ich habe direkt bei der Erntekontrolle angefangen. Jetzt zum Vergleichen, wo sind wir? Boah, es ist wie ein Tag und Nacht. Wir waren nur 27 Leute in der Zeit und jetzt sind wir mehr als 100, glaube ich. Und ich bin sehr glücklich. In diesen 13 Jahren, ich bin Vater von 3 Kindern, ich habe Wohnung gekauft. Alles, ja, das kommt von der Firma Stolzenbeckel. Ich liebe den Finaltest. Ich mag den Finaltest und ich habe immer Sorge, ob jemand macht so wie ich. Und deswegen, ich will bis in Rente, ich sehe mich da bei der Finaltest. Ich hoffe, das bleibt. Schauen wir mal, ob das wechselt. Aber bei der Finaltest ist mein Lieblingsarbeitsplatz. Und ich möchte da, ich hoffe, bis in Rente bin ich bei der Firma Stolzenbeckel. Das ist mein David. Hi. Hi. Ich bin David Männer, seit mittlerweile 8 Jahren, also seit 2012 bei Stolzenbeckel dabei. Angefangen habe ich im Einkauf mit Zwischenstation als Einkaufsleiter, als kaufmännischer Leiter und heute dann als stellvertretender Geschäftsführer. Es war eine spannende Zeit, wir haben viel erlebt in den 8 Jahren, sehr dynamisches Wachstum, sehr fordernd für alle Mitarbeiter und fürs Unternehmen als solches. Also insgesamt eine sehr dynamische Zeit. Und heute dann mit 120 Mitarbeitern natürlich auf einem sehr soliden Fundament gebaut und absolut zukunftsorientiert mit mehreren Entwicklungsprojekten in der Pipeline. Wir sind ein flexibles, dynamisches Team geblieben. Das heißt, wir versuchen Anforderungen, die vom Markt kommen, flexibel umzusetzen, versuchen die Hierarchien flach zu halten. Das ist natürlich, was die Mitarbeitermotivation betrifft, sehr angenehm. Wir sind alle per Du untereinander. Es gibt oft mal auch ein Bier nach Feierabend oder so. Das heißt, das sind alle, sag ich mal, sehr eng miteinander verknüpft. Und das spürt man tatsächlich auch im täglichen Arbeiten und in der Stimmung, die hier jeden Tag im Büro herrscht. Bei
Und wenn wir die Zusammenarbeit mit Canopy sehen, was bisher der Einfluss von Canopy war, war das eine Unterstützung, vor allem im Softwarebereich und in der Elektronikentwicklung. Da kommen die Hauptunterstützungen her. Man weiß schon bei Canopy, was man an der Marke Storz & Bickel hat. Und man weiß auch, dass die Marke Storz & Bickel deshalb diese Marke ist, weil sie genau diese Produkte liefert, weil sie diese Qualität konstant über die Jahre abgeliefert hat. Und es ist klar, das Ziel ist, auch über die nächsten Jahre so zu liefern. Im Laufe der Jahre hat sich das Grundziel und die Grundphilosophie der Firma eigentlich nicht geändert. Das heißt, die Qualität der Produkte steht im Vordergrund, die User Experience steht im Vordergrund, das heißt, in unserem Fall die Qualität des Dampfes, den wir erzeugen, den Geschmack, den wir erzeugen, den die Produkte liefern. Uns war nie wichtig, der letzte Cent aus dem Produkt rauszuholen. Wir sind immer mit der Grundphilosophie eigentlich hingegangen. Also die zwei Hauptkunden oder die zwei ersten Kunden, das war der Markus und ich selbst. Ja, wenn wir mit dem Produkt zufrieden waren, dann waren wir überzeugt, dass wir viele Leute finden, die mit dem Produkt auch zufrieden sind. Ja, also wir waren da selber einfach sehr anspruchsvoll. Wenn es uns nicht geschmeckt hat, nicht handlich war, nicht gut funktioniert hat, sich schlecht befüllen ließ oder sonst was oder nicht reinigen ließ, dann haben wir das einfach nicht gemacht. Und wir hatten da auch keine lange Berechnungen und Wirtschaftlichkeit oder sonst was an den Tag gelegt. Wir haben einfach die Grundannahme, wenn wir zufrieden sind, dann sind es die anderen bestimmt auch, weil wir einfach sehr anspruchsvoll an diese Produkte waren und auch sind. Dieses Jahr haben wir jetzt natürlich hier unser 20-Jahre-Edition rausgebracht, der Goldene Volcano. Ja, es ist ja auch der Goldstandard und es ist auch weiterhin das unübertroffene Gerät. Ein Ballon aus dem Volcano und auch aus dem Volcano Classic ist halt immer noch eine Klasse für sich, sowohl geschmacklich wie auch von der Wirkung. Und es ging dann nicht mehr lange, ja, auch nur wieder ein paar Jahre, dann war uns schon klar, dass das schon wieder zu eng wird hier. Ne? Das ist der Grund, wieso jetzt eben nebendran auch wieder gebaut wird. Ja. Also es wird jetzt der zweite Bauabschnitt gebaut. Und wenn der fertig ist, dann haben wir natürlich auch wieder deutlich mehr Raum, um wieder mehr Produkte herstellen zu können, auch Weiterentwicklungen und Neuentwicklungen. Natürlich haben wir weitere Entwicklungsprojekte in der Pipeline, auch mit nicht nur Produktupdates, sondern wirklich neuen Produkten, die auf den Markt kommen sollen. Aktuell arbeiten wir am Mighty Plus, der wird in Kürze auf den Markt kommen. Auch nochmal ein sehr gutes Gerät, nochmals verbessert, nochmals bessere Aufheizzeit und nochmals viele Vorteile, von denen wir glauben, dass es dann nur noch wenige offene Wünsche geben wird. Aber gut, uns wird dann schon auch noch was einfallen da danach. Es sind also spannende Zeiten, die vor uns liegen und wir sind, würde ich sagen, sehr gut dafür aufgestellt. Wie gesagt, wir haben eine hervorragende Mannschaft, wir haben eine tolle Infrastruktur, wir haben super Lieferanten in der Region, wir haben ein wunderbares Gebäude, das optimal unsere Prozesse unterstützt. Also 2021 und alle weiteren Jahre können kommen. Ich hätte nie gedacht, dass es so weit kommt. Nie. Ich bin stolz auf beide und auch auf mich, dass ich halt so lange da dabei bin. Von Anfang an hier. Und ich hoffe auch, dass ich bis zur Rente hier bleibe. Ja, inzwischen ist Storz & Bickel natürlich ein Global Player und überhaupt nicht mehr mit den Anfängen zu vergleichen. Happy Birthday, happy Anniversary and thanks for all you've done for our research and for all the patients who benefit from using the Volcano. This is like my partner right here, and I don't want to I don't want to give her up. And enjoy, man. You guys deserve a glass of champagne, a bag from the Volcano, and a pat in the back for the good work over the last 20 years. Congrats, guys. Whether it comes to performance or overall build quality, there's nothing I've seen in the years that I've been involved that compares with any Storz & Bickel product. So thank you. I hope for another 10, 20 years ahead with a beautiful team that's only grown and gotten stronger. The support, the help, the quality of the products, it couldn't get any better. And I want to thank everyone
for giving us this opportunity and for beautiful years in the past and for much more in the future.